Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wir sind, wie man unschwer erkennen kann, am Windenbach und versuchen uns wieder mal auf dem dämlichen... Na, wirst du jetzt hier mal blinken, Digga? Ja, Junge. Ja, auf jeden Fall Donnkaulbarsch, ne? Ich habe schon Albträume von dem Vieh, auf jeden Fall. Ich habe ihn immer noch nicht als Trophäe. Leck mir am Arsch, was willst du machen, ne? So ist das Leben. Manche fangen den Zisch mal, manche keinen mal, manche brauchen Jahre, wie auch immer. Schön ist, dass er auf jeden Fall öfters jetzt am Windenbach an irgendwelchen Stellen aktiv ist. Das ist schon mal gut. Aber so einfach wie am Anfang, wo dieser Patch erschienen ist, wo alle meinten, jo, jetzt kann sich jeder den Don abholen. So einfach ist es dann doch nicht. Bleibt immer noch ein Glücksspiel. Ich habe eben vor 2 Stunden oder so eine Nacht geangelt. Habe auch welche bekommen. Wir gucken mal. Ich probiere nochmal die eine Nacht, was es werden wird. Ja, 5 Stück sind es eben geworden. 2 Chatgrößen, 104er, 137 Gramm. 2 um die 60 und 1 untermaßigen. Ja, haben wir schon wieder Biss. Also die grünen Schnüre sind auf jeden Fall scheiße für mich zu sehen. So. Da muss ich echt genau hingucken. Ja, Clip. 12 Meter. Clip 12 Meter. Und wir gucken mal, was die Nacht auf jeden Fall bringen wird. So, willkommen zurück. Die Nacht ist Game Over. Na, die Nacht ist rum, die ist Geschichte. Wir haben auf jeden Fall wieder Dons gefangen. Das ist ja das, worum es hier geht. 10 Stück in 2 Nächten. Hier sehen wir den Cut vor 3 Stunden. Dann habe ich einen 41 Gramm, den 104er Chatgröße, 31 untermaßig, 87 und 63 Gramm. Auf jeden Fall sind sie hier aktiv. Wir stehen hier am Zeltplatz quasi. Und ja. Clip, so alles zwischen 10 und 12 Meter ist völlig in Ordnung. Früher waren es 8 Meter, irgendwann ist es dann zu 10 Meter umgesiedelt, wieso auch immer. Aber ist wirklich so, auf 8 Meter, ich habe das mal probiert, kriege ich jetzt nicht mehr so viel oder überhaupt Bisse, sehr kurios. Vielleicht liegt es daran, weil der Windenbach ja durch einen Patch verbreitert worden ist, dass sich das alles deswegen ein bisschen nach hinten verschoben hat. Anders kann ich mir die ganze Geschichte nicht erklären, auf jeden Fall. Und ich sag mal, so oder so, für Anfänger, diese Stellen hier mit dem Don abzugrasen, bringen auch gutes Geld. Ich hatte eben auch 150 Silber in einer halben Stunde hier gehabt. Ja, das ist echt viel, viel Geld. Muss man wirklich sagen, okay, ich habe natürlich Grundangeln 100. Ne, das habt ihr hier am Anfang nicht. Selbst wenn ihr hier 80 Silber habt, sage ich mal, in einer halben Stunde ist das, wenn er hier anfängt, sehr viel Silber auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Da ist auf jeden Fall alles zum Positiven verändert worden. Für die Neulinge finde ich sehr schön. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder, garantiert hier, bis ich dieses Vieh habe. Dann werden wir uns hier garantiert nie wiedersehen. Petri Dank, macht's gut und tschüss.